Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen Brumble anzocken. Sollen noch in die Einstellung gehen. Ich kann mit Kamera machen, hat kein HDR. Aber ich nehme auch wieder mit einer hohen Bitrate auf und dann 4K. Sprache haben wir natürlich viele zur Auswahl. Ich habe natürlich Deutsch eingestellt. Grafik habe ich auch eingestellt. Soll wohl auch irgendwie mit der nordischen Mythologie zu tun haben. Ich bin mal sehr gespannt. Wurde mir jedenfalls so gesagt, dass ich mir das mal angucken soll. A nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventure. But soon, the forest seemed to grow colder and dark. The girl was afraid, and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs, and the girl was never seen again. That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lilimor, their mother had said before kissing them goodnight. Ah, it's coming here. The darkness outside scared him. Ah, jetzt hat er sich umgezogen. But not being with his sister scared him even more. Bis jetzt sieht die Grafik ganz schick aus.
The nearby forest was a familiar place during the day. Oh, ich muss wahrscheinlich bald alles ausmachen. Hört sich so ein bisschen an, ob es zuzieht und die Witter kommt. There was no trace of Lilimur, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. Laufen und lesen ist halt doof. Schade, dass sie nicht komplett in Deutsch ist. But if the pine cones knew about her fate, they kept it to themselves. Das wurde mir nämlich nicht gesagt, dass es. Ich will auch nicht zu viel verraten, aber anzocken muss ja sein. Dass man sich ein Bild drüber machen kann. Ah, hier. Oh ja. Jedenfalls noch nichts zu sehen und nichts zu hören und jetzt auf einmal rasend schnell hier. Die Kamera noch ein Stück heller, weil es so dunkel geworden ist. A light in the dark. A symbol of hope. A spark of courage.
Aber nur. Weil ich YouTube noch offen habe, weil ich nebenbei noch hochlade. Bin am Kopfhörer reingekommen, hat er gleich ausgelöst. Ist jetzt finde ich es echt schön gemacht. Nur echt wirklich schade, dass es, dass die Sprecherin halt nicht Deutsch spricht. What do you have there? Lilimur asked. It glimmers beautifully. Leuchtet. What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. Let us play, little brother, Lilimur gobbled. See if you can knock down this pine cone. Ich hab da was. So, ich. Jetzt aber. Together, they tumbled down deeper and deeper through the old ruin. Tiefer und tiefer in die alten Ruinen, okay? Oh, jetzt sind wir viel kleiner. Wir sind geschrumpft, oder was? Follow me, little brother. I will protect you, Lilimur said. She was never scared like him. Ulle wished he could be a little more like his sister. Lilimur loved adventures, and Ulle loved Lilimur. Achso, nee, ich muss noch nicht über die Pilze springen, wir kommen hier so lang. Dann hier. Ah, nochmal balancieren.
Oh, es kommt aber eigentlich ein bisschen kühler Wind hier. Oh. Moment. Ach Mensch, schade. Sorry, dass ich kurz weg musste. Warum der das nicht hochbringt oder im Briefkasten schmeißt? Passt doch hin. Da ist meine Hülle nämlich für meine Fahrzeugpapiere drin. Für den Fahrzeugschein, weil ich das Auto umgemeldet habe, meine alte Hülle hat mir die Kfz-Stelle nie wiedergegeben. Und Zwerg. Mein Portemonnaie färbt manchmal innen drin so ein bisschen ab und dann würde man da auch nichts mehr so richtig erkennen. Das ist ja dann auch doof. Jetzt für 2,99 oder 3,99 hätte ich mir jetzt so eine Hülle geholt. Und dann noch was anderes Schönes. Weil ich noch ein bisschen auf Geld auf meinem Amazon-Konto hatte. Videos dazu. Einstucken. Ah, hier. Und hier. Gnomes are peculiar and playful creatures. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Ah, come on, da hinten. Visitors that don't want to eat them were unheard of until this day.
von der Einstellung ist das dann gleich und hier wieder zurück zu mir. Nee, dann würde ich jetzt hier auch aufhören. Wir haben ja angezockt. Ach, jetzt kommen noch mehr und helfen. Ach Gott. Ach nee. Was sind die putzig, die Viecher, ey. Die Tür machen wir noch auf, das wollen wir ja sehen, wie sie alle helfen. Oder? Helfen ja nicht. Achso, ich muss alle erstmal mich versammeln, oder was? Vielen, ach, da ist auch noch einer. Ah, da hinten. Ah. Einen noch. Ah, ich hab ich war jetzt hier zu viel spoilern. Hör ich den jetzt doch mal langsam auf und in die Witter kommen, ja? Also es ist ein wirklich schönes, kleines, süßes Spielchen. Und mit dem Versteckspielen, das hat mir eben super gefallen. Mal gucken, da werden bestimmt noch mehr so eine Sachen eingebaut sein. Leider ist es wieder in Englisch mit deutschen Untertiteln. Schade, schade, schade. Aber es macht trotzdem megamäßig Spaß. Bis jetzt. Dann würde ich jetzt hier auch einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oder Livestream oder angezockt oder whatever. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.